So, heute gibt's mal ganz was anderes, nämlich wir sind bei den Olympischen Spielen in Tokio im Jahr 2020 wieder zurück in der Zeitmaschine und wir spielen heute mal einen blauen Charakter. Oh Wunder, was für eine Überraschung, nämlich Sonic, den schnellsten Igel im Universum und einer meiner absoluten Lieblings Spielcharaktere, aber auch sonstige Charaktere. Wir können hier noch mehr Charaktere spielen, alle aus dem Sonic-Universum und aus dem Super Mario Brothers-Universum. Wenn man Y drückt, dann wird durch Zufall ausgewählt, aber ich möchte natürlich Sonic spielen. Ne? Es hat noch Tails und Knuckles und Dr. Eggman. So, wir treten an für Deutschland und die erste Disziplin ist der 100 Meter Lauf. Wir kommen übrigens zu diesem Video, wo wir erstmal Sonics Laufkünste unter Beweis stellen. Natürlich würden wir jetzt sagen, naja, also Sonic muss das ja auf jeden Fall gewinnen, weil er ja extrem schnell sich bewegen kann, sage ich jetzt mal. Aber es ist natürlich hier angepasst, dass es für die Olympischen Spiele es ist auch immer eingeblendet, der echte olympische Rekord und natürlich dann der eigene Rekord. So, die Läufer begeben sich in Startposition und ich sehe gerade, ich sitze direkt vor der Zeitangabe und los. So. Ja, das ist eben so, dass man erstmal mit der Steuerung klarkommen muss und jetzt natürlich auf dem letzten Platz. Irgendwie ist es komisch. Egal, wo ich mich hinstelle, na, dann stelle ich mich da jetzt dahin. Nein, nicht ganz auf dem letzten Platz. Tails ist auf dem letzten Platz. Ja, Grüße gehen raus an alle Tails-Fans. Ich kenne mindestens einen, der richtig Fan von Tails ist. Aber mein absoluter Favorit ist und bleibt wahrscheinlich in diesem Universum Sonic. So, Runde 2. Ich lade mich schon mal auf. Und die anderen auch. Und jetzt geht's los. Jetzt müsste es ein bisschen besser gehen. Man muss nämlich den A-Knopf irgendwie hier spammen. Aber irgendwie hatte ich das jetzt nicht so richtig raus. Aber es ist schon besser wie vorher. Man muss ja auch erst da üben. Ja, man muss ja auch erst üben. Dieses Spiel hat übrigens, das habe ich im Menü gesehen, auch einen Story-Modus. Den werden wir dann vielleicht mal für ein anderes Videoprojekt in Angriff nehmen. Wo dann vielleicht auch so etwas wie ein Trainingsmodus drin ist, keine Ahnung. Aber jetzt laufen wir uns erstmal warm. So, die dritte Runde. Jetzt aber muss es funktionieren. Und los. Und jetzt funktioniert. Jawohl, jetzt düst er ab. Jawohl. Und zack, fertig. Na endlich. Erster Platz. Und na, den olympischen Rekord nicht geknackt, aber fast. Das war ja mal ewig lang der olympische Rekord. Oder der Weltrekord. 100 Meter in 10 Sekunden. Und auf dem Siegertreppchen zusammen mit Yoshi und... Oh, wer ist das andere? Die andere Figur nochmal? Ah, egal. So, Aufnahme gesichert für Facebook und für Reddit. Twitter gibt es ja leider nicht mehr. Goldmedaille für Sonic und es kann weitergehen in die nächste Disziplin. 110 Meter Hürdenlauf. So, natürlich wieder Sonic. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie es funktioniert oder wie es gespielt wird. Doch, hier. Ja, man muss einfach... es ist, glaube ich, es ist so ähnlich wie beim 100-Meter-Lauf. Man muss mit B die Hürden... Beim Hürdenlauf ist es nämlich so, das ist ja das, die Hürde ist eine Hürde. Das heißt, schnell laufen nützt nichts, man muss ja auch über die Hürden springen können, damit man weiterkommt, weil die Hürden einen wieder aufhalten. So, bereit. Wir laden uns auf. Und los geht's. Und ich bin irgendwie gestolpert. Und ja, der Sprung war perfekt. Der war nicht so gut. Autsch. Alle anderen springen ja wirklich richtig perfekt.
Ja, manche schmeißen jetzt doch eine Hürde um. Ja, perfekt. Ja, nochmal drüber. Trotzdem letzter. Aber wir müssen eben noch üben. Shadow ist auf Platz Nummer 1. Blaze heißt diese Figur. Ja, Blaze. So, Runde 2. Jetzt muss es besser werden. Also nicht nur schnell laufen, sondern auch rechtzeitig abspringen. Ihr könnt uns mal in die Kommentare schreiben, welchen Charakter ihr in diesem Spiel spielen würdet. Oder vielleicht schon gespielt habt. Vielleicht habt ihr das Spiel. Ich weiß, es kommt für jede Olympiade kommt ein extra Spiel raus. Aber ja, perfekt. Perfekt. Aufnahme gesichert. Und tatsächlich Platz 1. Nur knappe 3 Sekunden in Anführungszeichen langsamer als der olympische Rekord. Welchen Charakter ihr spielen würdet oder ob ich weiß, es kommt ja jede Olympiade kommt so ein Spiel raus, auch für die Winterspiele. Das hier sind jetzt natürlich Sommerspiele, wie man unschwer erkennen kann. Ja, würde mich mal interessieren, weil Olympischen Spiele, ich liebe ja die Olympischen Spiele, das ist ja wirklich, also ich bin eigentlich keine Sportskanone, aber Olympische Spiele, das hat irgendwie was. So, die dritte Runde, Hürdenlauf, 110 Meter und los geht's und Sprung, ouch, Sprung, jawohl, perfekt, ja, wieder ouch, nein, ja, nein, ich falle zurück, nein, ich bin, Das war knapp. Das müssen wir uns in der Zeit... Sind wir drei wirklich fast gleichzeitig rein? Boah, das war fast gleichzeitig. Platz 2, Shadow ist auf Platz 1 und Yoshi auf Platz 3. Also fast gleichzeitig. Das waren ja nur Bruchteil, Zehntel, Hundertstel Sekunden. Aber trotzdem, Silbermedaille, da sind wir doch auch damit hochzufrieden. So, wir kommen zur nächsten Disziplin und die heißt, oh je, 4x100 Meter Staffellauf. Nee, das ist jetzt wieder mal, weil die Steuerung nicht richtig funktioniert. Das ist natürlich auch in anderen Spielen so, nicht bloß bei Splatoon. Und natürlich wieder Sonic und wir können uns hier jetzt ein Team zusammenstellen, weil beim Staffellauf sind wir zu viert und ich hole Knuckles noch ins Team. Yoshi und wir nehmen noch Vector. Ja, dieses Krokodil. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ich bin in diesen Spielcharakteren oder beziehungsweise in diesen Spielen, aus diesen Sega-Spielen jetzt nicht so bewandert. Und ich glaube, das meiste, was ich von Sonic gesehen habe, war tatsächlich der Film. Übrigens, Sonic, synchronisiert von Julian Bam. Eine bessere Stimme konnten sie kaum finden. Also die deutsche Stimme, ich weiß gar nicht, hat Julian Bam auch für das Spiel hier synchronisiert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wunderbarer Film, beziehungsweise Filme. Dr. Eggman gespielt von Jim Carrey. Der ist ja auch klasse. So, wir haben die Staffel schon weitergegeben. Aber irgendwie war die nicht ganz so verfehlt. Und jetzt läuft Yoshi und der nimmt sich natürlich sehr viel Zeit, den Supersprint. Können wir noch was rausholen? Schon wieder wieder Staffel verfehlt. Können wir noch was rausholen? Können wir noch? Nee. Jetzt lauf doch ein bisschen schneller. Los! Das war wohl Satz mit X. War wohl nix. Letzter Platz. Schade, Dr. Eggmans Team hat gewonnen. Dr. Eggman spielt für Brasilien? Das ist aber auch interessant. Ja gut, für irgendein Land muss es ja gespielt werden. Die sind ja eher durch Zufall ausgesucht, weil Dr. Eggman ist doch kein Brasilianer, das ist doch ein Amerikaner, oder? Na egal. So, zweite Runde. Das wird jetzt wirklich besser. Ich weiß es, ich spüre es, ja. Jetzt. Jawohl, super. Super, super. Los, Knuckles. Los. Ein bisschen Feuer. Oh nee, komm. So, den Stab weiter an Yoshi geben. Den
putzigen Dino. Und jetzt holt das Krokodil noch was raus. Ja, ich glaube, zweiter Platz, oder? Ja, der zweite Platz. Dr. Eggmans Team hat wieder gewonnen. Mario auf Platz 3 und Bowsers Team auf Platz 4. Sind das andere für Flaggen von Bowser und bei Mario? Habe ich jetzt gar nicht so richtig erkannt. So. Jawohl, nochmal winke, winke. So, wir spielen gleich nochmal. Erster Platz muss doch drin sein. So, bereit. Ja, aufladen und los geht's. Jetzt ziehen wir schön locker an allen vorbei. Jawohl, die Übergabe war perfekt. Knuckles sprüht nochmal Feuer und jetzt werden wir... Nein, wir werden überholt von Tails. Nein. So, los, Yoshi. Yoshi, jawohl. Dino Power. Reptile Power. Jawohl, Kroko Power. Los, 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 los. Ja. Jawohl. Juhu. Das war doch mal was. Na, die Animation. Die Animation will auch nicht mehr. Jawoll! Platz 1 auf dem Siegertreppchen ganz oben. Goldmedaille für Sonics Team. So, und ich habe keinen Speicherplatz mehr auf der Switch, um Fotos zu machen. Das bedeutet, ich muss mal ganz schnell meine Switch leer räumen. Und bei der Gelegenheit auch mit Facebook connecten, weil Twitter gibt's ja nicht mehr. Ich kann ja nichts mehr jetzt twittern. Oh yeah. Deswegen werden jetzt die Fotos einfach auf Facebook dann geteilt. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die Fotos nicht auch auf anderen Plattformen teilen kann. Instagram wäre nämlich perfekt. Aber egal. Wir sind jetzt beim Speerwurf. Und da muss man erstmal Kraft sammeln, aufladen und dann mit X in dem grünen Bereich werfen. Und ja. Nee. Also ich glaube, Sonic ist besser mit dem Laufen wie mit dem Werfen. Letzter Platz. Ja, gut, aber wir müssen ja auch erstmal uns ein bisschen aufwärmen, ein bisschen das Trainieren. Wiederholt A drücken. Und dann das X. Vielleicht müsste ich jetzt da... Ja. Wieder so um die 31 Meter. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Wieder letzter Platz. Komm schon, dritte Runde. Zwei Versuche gibt es insgesamt. Ja, 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 ja. Und vielleicht weiter. So ein Mist. Das ist natürlich ungültig. Speerwurf ist nicht so unser. Das ist echt nicht so mein Ding, beziehungsweise Sonics Ding. Vielleicht ist es vielleicht kein anderer Charakter, das besser mit dem gleich mal. Schon wieder ein Fehlversuch. So, was ist denn los heute? Das gibt's doch nicht. Donkey Kong. Schau, Platz 1. Den Charakter wechseln. Naja, gut, in diesem Video ist ja jetzt nur Sonic. Spielen wir nur Sonic. Komm. Eine vierte Zusatzrunde. Es muss ja jetzt irgendwie klappen. So, jetzt wirklich im grünen Bereich und wieder übertreten. 32 Meter. Nee. Irgendwie kommen wir nicht über die 32 Meter hinaus. Das ist ärgerlich. Aber es ist alles eine Übungssache. So, jetzt wirklich im grünen Bereich. Abgefeuert und wir sind sogar
noch schlechter wie vorher. Wieder letzter Platz. Das ist echt schade. Aber vielleicht liegt es auch am Charakter. Vielleicht ist Sonic nicht so ein Sperrwurf-Typ. Sei denn, ich mache wirklich irgendwas bei der Technik, irgendwie noch was falsch. Ja, 30 Meter. Ach, seht euch mal das an. Sonic und Mario gibt es ja auch als Ballons da oben. Ach, wie cool. Für mich ist Sonic der absolute Superheld. Sonic ist perfekt. Wirklich perfekt. Deswegen habe ich ihn auch hier auf meinem Schreibtisch stehen. Vor meinem Computertisch stehen. 30 Meter. Das ist übrigens ein anderer Punktrichter, das sehe ich gerade. Vorhin war doch so ein komisches Wesen auf einer Wolke. Jetzt ist es ein Roboter. Seht ihr das auch? Und Donkey Kong und Peach, Knuckles ist auch weit vorne. Vielleicht in einer anderen Runde werde ich vielleicht einen anderen Charakter für diese Disziplin aussuchen. Aber dieses Video, diese Runde steht ja im Zeichen von Sonic. So, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, welchen Charakter würdet ihr spielen bei diesem Game. Ich bin ja im Team Sonic und das nächste Mal geht's dann weiter. Sonic bei den Olympischen Spielen. Ich freue mich. Bis dann. Kip Supernova over and out.